Ja, hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Lukas Zecher. Ich bin 24 Jahre alt und ihr könnt es jetzt schon auf dem Bildschirm vor euch sehen. Warum bin ich hier? Wegen dem Thema einfach mal Film. Ich habe zwei Firmen und ein tolles Projekt gemeinsam mit meinen Teams aufgebaut und das, obwohl ich eigentlich von der Bank komme und nichts mit Filmen zu tun habe, sozusagen. Und mich dann doch entschieden habe, in den Filmbereich zu gehen und wie ich da hingekommen bin und wie das alles ablaufen kann, wie man mit einfachen Mitteln, also ohne große Budgets, ohne viel Fachwissen etc., tolle Ergebnisse erzielen kann, das will ich euch heute ein bisschen ja, darstellen. Die drei Sachen, die ihr hier seht, das sind meine drei Firmen. In From Above habe ich ein Team rund um Film- und Videoproduktion. Bei It's Tuning Not Racing leite ich mit vier weiteren Personen ein Projekt gegen illegale Straßenrennen und Raserei. Und bei Scapes geht es um Connecting Land with Soundscapes. Also wir stellen DJs an außergewöhnliche Orte und filmen sie dabei. Wie bin ich denn überhaupt zu From Above gekommen? Wir gehen jetzt mal 5 Jahre zurück, das war damals ein Titelbild. Damals habe ich einen Film gemacht von etwa 80 Minuten Länge, im dokumentarischen Stil, wo ich einfach 13 Regionen von oben gezeigt habe. Und dieser Film hieß From Above. Und in diesem Film kam der Landtag NRW auf mich zu und sagte: Hey, wir haben deine Aufnahmen gesehen. Hast du nicht mal Lust, auch für uns Filme zu machen? Und dann habe ich gesagt: Ja, grundsätzlich, sehr gerne. Und dann war es aber so, dass ich nicht selbstständig war und der Landtag NRW dann geschrieben hat: Ja, dann mach dich doch selbstständig. Also habe ich mich selbstständig gemacht. Ich kam nämlich immer schon aus dem Modellflug oder immer schon aus dem Film. Also ich habe hobbymäßig gefilmt, kleine Filmprojekte gemacht von klein auf, habe immer schon Modellflug betrieben und irgendwann war natürlich die Drohne, die mir zu From Above, also zu dem Film, ja, verholfen hat, die logische Konsequenz daraus. Und aus der Drohne wurde dann irgendwann natürlich auch die Handkamera. Und dann wurde natürlich da auch eine richtige professionelle Art raus, und zwar From Above an sich. Und damit ihr wisst, was ich mache, habe ich euch einmal einen 30-Sekunden-Clip mitgebracht, wo ihr mal einen kurzen Überblick kriegt, was From Above eigentlich inzwischen geworden ist. Egal ob für Film, TV, Werbung, Imagefilm, Event oder Livestreaming, From Above ist ihr richtiger Partner. Visualizing our future. Genau, das war ein kurzer Überblick dazu quasi. Ich kann halt nie unauffällig und das will ich euch jetzt in den folgenden Filmen einmal zeigen. Ich habe ganz viele Filme mitgebracht, die wir über die ganzen Projekte zusammen produziert haben. Und das ist zum Beispiel eins davon, IHK, Industrie- und Handelskammer kennt ihr natürlich. Eine Sache, die eigentlich eher, ja, professionell ist, eher zurückhaltend ist. Und wir haben einfach mal einen Film gemacht, wo wir gesagt haben, die Dynamik, die Unternehmen darstellen wollen, wollen wir nicht nur mit dem Film darstellen, sondern auch mit den Protagonisten. Also haben wir überall in allen Firmen, die da sich an dem Film beteiligt haben, Tänzer platziert und haben mit den Tänzern zusammengearbeitet oder auch mit den Artists. Ihr seht ein Parcours-Team hier. Und das war natürlich auch eine spannende Sache. Aber es geht auch darum, sich selber immer wieder auszuprobieren und sich selber immer vor neue Herausforderungen zu setzen. Eine Herausforderung davon war zum Beispiel, hier im nächsten Clip zu sehen, dass wir gesagt haben, wir wollen nicht nur stationär fliegen können, sondern auch mobil. Das heißt, wir haben geguckt, dass wir aus einem Heißluftballon starten und fliegen können mit der Drohne. Und da ist natürlich auch, ich sag mal, ein spektakuläres Video entstanden. Und ich würde mal sagen, da ist so viel Ideen draus entstanden. Also durch solche Challenges könnt ihr euch natürlich auch immer weiterentwickeln. Und ihr seht jetzt gerade genau diese Bilder. Wir waren teilweise mehrere hundert Meter hoch und haben daraus die Drohne gelauncht. Und das ist natürlich schon
was sehr Besonderes. Genau, dann geht es darum, was ist jetzt Tuning Not Racing? Das ist der Hauptgrund, warum ich heute hier sitze. Das ist ein Projekt, wo ich mit einem Team aus 4 Leuten ein Projekt gegen illegale Straßenrennen und Raserei aufgebaut habe. Das ist unser Titelbild. Wir wollen junge Leute vor den Gefahren von illegalen Straßenrennen sozusagen warnen. Und das Lustige ist, das Team an sich hatte am Anfang nichts mit Film zu tun, nur ich habe Filme gemacht. Und ich habe die aber jetzt nach und nach immer mehr daran geführt. Aber das Coole ist, weil die halt eben nichts mit Film zu tun haben an sich, sind super interessante und super spannende Impulse dazugekommen. Und wir konnten halt unser Portfolio erweitern. Inzwischen sind wir eine ganz einheitliche digitale Medien- und Veranstaltungsagentur geworden. Und das ist natürlich auch schön. Und das einfach nur, weil wir gesagt haben, wir wollen Film machen. Da seht ihr kurz das Team. Jetzt gerade, ich sehe es gerade etwas dunkel. Wir 5 sind das und wir setzen halt solche Szenen um, dass wir Straßen absperren, dort Stuntfahrer drüber jagen lassen und quasi illegale Straßenrennen darstellen. Da seht ihr ein paar Behind the Scenes, ein paar Eindrücke davon einfach mal, damit ihr wisst auch, was da so abläuft. Wir haben nämlich jetzt gerade ein Projekt namens Red Lights, ein Musikvideo, was über mehrere Tage schon produziert wurde und wo es genau darum geht, dass ein junger Fahrer sich anfangs überschätzt und einsehen muss, dass er vielleicht doch lieber nicht ganz so schnell fliegen sollte. Wir haben aber auch eine Sängerin, denn wie im echten Leben ist es so, dass wir sagen, die ganzen Damen, alle von 16 bis 25, haben so einen positiven Einfluss auf die jungen Männer und können sie stoppen. Und wir haben natürlich auch für das gute Gewissen sozusagen die Madita hier gespielt, die den Gesangspart neben dem Rapper Henry übernimmt. Und das haben wir natürlich auch die letzten Tage sozusagen umgesetzt. Und das ist das letzte Projekt, Scapes, Connecting Land with Soundscapes, zusammen aufgebaut mit den Firmen Noise Toys und Chasing Media, haben wir ein Projekt gegründet, wo wir Livestreaming-Projekte machen für DJs an außergewöhnlichen Orten. So haben wir hier eine ganze Burg illustriert mit Flammen, mit Licht, mit Nebel und natürlich ist auch die Drohne wieder dabei gewesen und wir versuchen so eine Alternative zu schaffen zu all den Sachen, die jetzt gerade nicht möglich sind, wie große Festivals etc. und konnten da auch erste Erfolge verbuchen. Ich habe gesagt, mein Thema ist heute einfach mal Film, wie verrückte Ideen Realität werden. Alle diese Projekte sind über die letzten Jahre entstanden und einfach nur aus dem Grund entstanden, weil immer wieder quasi versucht wurde, sich selber sozusagen zu übertreffen. Und womit fing das alles an? Das alles fing an mit das erste Rennen. Das ist einer meiner besten Kumpels, der macht auch den Ton für ein größeres Produktionsstudio. Und ich habe gesagt, ich möchte gerne einen Film machen und Leute, junge Leute vor den Gefahren vor illegalen Straßenrennen warnen. Also habe ich mir ein paar Leute rausgepickt und habe gesagt, okay, Jungs, habt ihr Lust, mir da irgendwie zu helfen? Tim heißt er übrigens, war einer der Ersten, der gesagt hat, ja klar, machen wir gerne. Und wir waren anfangs 10 Leute und dann habe ich das einfach nach draußen getragen. Ich habe das mit viel Leidenschaft nach draußen projiziert und habe gesagt, ey, ich will gerne einen Film drehen und da sollen illegale Straßenrennen stattfinden, das soll aber schief gehen und die Leute sollen quasi sagen, ey, was machst du da? Und der Hauptcharakter entscheidet sich am Ende quasi gegen das Rennen. Und aus 10 Leuten wurden dann plötzlich 220 am Set. Also am Ende hatten wir einen Riesendreh mit 220 Leuten, 66 Fahrzeugen, die getuned waren. Wir hatten Artists dabei, wir hatten mehrere Kameraleute dabei, wir hatten Stuntdrifter dabei, wir hatten mit King Miler einen Reifensponsor dabei, der für die farbrauchenden Reifen gesorgt hat, also auch für spektakuläre Bilder sozusagen. Wir hatten insgesamt 5 Schauspieler dabei, die auch professionell waren und die einfach sagten, ja, wir haben da Bock drauf, das so umzusetzen. Und wir haben das immer weiter gesponnen. Also wir haben einfach versucht, unser Netzwerk möglichst zu erweitern, indem wir gesagt haben, dass wir offen und ehrlich gesagt haben,
wir verdienen damit nichts. Wir wollen das machen, weil jeder eine Referenz davon hat und dementsprechend konnten wir auch super viele Leute davon überzeugen. Das heißt, wir hatten kein Riesenbudget, sondern wir hatten eigentlich nur die Idee, wir wollen einen Film drehen. Am Ende ist jetzt 20 Minuten das erste Rennen als Kurzfilm rausgekommen. Aber das hat nur funktioniert, weil wir allen offen und ehrlich direkt von Anfang an mitgeteilt haben, hey, es ist ein Projekt, wo kein Profit hintersteht, aber wir wollen eine positive Message senden. Habt ihr Lust, euch daran zu beteiligen? Und dahingehend haben sich die Leute halt gefunden in dem Projekt und das Ganze ist quasi geendet in einer großen Kinopremiere mit 340 Gästen und der Film lief in verschiedenen Stationen auch im Kino. Und dort hatten wir ein Tuning-Treffen organisiert. Hier links sieht man zum Beispiel das Fahrzeug unseres Projektmanagers Sven Krughöfer. Und wir hatten natürlich auch eine Ausfahrt, ich sag mal, organisiert mit den Tunern zusammen, dass sie gemeinsam, die Tuner, ein Zeichen gegen illegale Straßenrennen setzen. Auch da nochmal so ein bisschen Differenzierung angesagt. Und wir hatten auch Stargäste dabei. Hier links sieht man unseren Moderator, dann kommt der Johannes, der unser Schauspieler. Dann hatten wir aber auch Leute aus der Politik dabei, den Tuner Philipp Käs oder ganz rechts. Neben mir den Ruven Mohr, Leiter Fahrzeugentwicklung bei der Audi AG, weil wir einfach gesagt haben, wir wollen verschiedene Leute connecten und wir wollen quasi dafür sorgen, dass sich das nicht nur auf den Film beschränkt, sondern dass wirklich auch ein positiver Impact entsteht und vielleicht auch reelle Umsetzungen dabei rumkommen. Und das ist hier einmal ein Ausschnitt von dem Film, den lasse ich im Hintergrund mal einmal laufen, denn was ganz wichtig ist, ihr müsst einfach aus diesen Projekten, die ihr macht, ganz viele Learnings ziehen. Wir haben auch super viele Learnings gezogen daraus. Also erstens habe ich dadurch gelernt, dass man am besten immer viel, viel mehr Planungszeit mit einberechnet. Man muss Pufferzeiten mit einberechnen. Das klingt immer so logisch, aber man vergisst das oftmals auf der Hälfte des Weges irgendwie. Und natürlich baue dir ein Team auf. Also such dir Leute, die Lust haben, das Projekt mit dir umzusetzen und die Lust haben, diese Message, die du verbreiten möchtest, mit dir zu verbreiten. Wir haben zum Beispiel auch ein Show-Act organisiert, sodass die Leute vor Ort auch ein bisschen Entertainment haben. Das ist auch ganz wichtig. Die Leute müssen gut verpflegt sein. Also baue dir ein Team auf, was auch gleichzeitig die Leute vor Ort irgendwie bespaßen können sozusagen oder organisieren können. Die müssen nichts mit Film an sich zu tun haben, sondern das können Leute sein, die einfach gut mit den Leuten umgehen können. Und wir haben natürlich auch gelernt, dass man in bestimmte Sachen viel, viel mehr Zeit investieren sollte. Wir hatten zum Beispiel ein Stromproblem an diesem Drehtag und plötzlich war ganz viel Licht weg. Und das sieht man jetzt noch, dass wir viele nicht gut ausgeleuchtete Szenen haben. Dann hätten wir noch nacharbeiten müssen. Wir haben aber auch gelernt, dass der Ton nicht immer ganz einfach ist zu kontrollieren. Also Ton ist super, super wichtig, ein super, super wichtiges Vehikel, um auch zum Beispiel die Nachricht rauszusenden. Und all das haben wir natürlich auch mit diesem Film gelernt. Und dann kommen wir zu dem letzten Punkt. Wir haben natürlich auch viel Kritik dafür bekommen, positiv wie negativ. Und diese Kritik sollte man für seine Projekte einfach nutzen und in dem nächsten umsetzen. Ihr könnt das hier gleich sehen. Wir springen jetzt einmal weiter. Ihr habt die Streitsituation gerade gesehen. Der Hauptcharakter hier gerade im Schwitzkasten wird nämlich dazu gezwungen, ein illegales Straßenrennen zu fahren. Und das illegale Straßenrennen fängt nämlich jetzt auch an. So, und wir haben damals, upsala, super, das hat ja gut funktioniert. Moment. So, wir haben damals dieses illegale Straßenrennen, aber auf einem Parkplatz bzw. in meinem Parkhaus gedreht. Natürlich kam dann ein großer Aufschrei und sagte, hey, man dreht doch sowas nicht im Parkhaus, sondern man dreht das bitte irgendwo anders, richtig auf Straßen, etc. Aber natürlich war das ein erster Beginn und alle haben gesagt, aber die Message ist gut rübergekommen. Also habe ich mir ja dann ganz viel Kritik eingeholt von außen wie auch von innen und habe versucht, das einfach zu bearbeiten. Was kann man davon am ehesten umsetzen? Was muss man vielleicht
an sich oder seinem Team ändern, damit man diese Effekte, die Kritik quasi hervorgebracht hat, das nächste Mal ändern kann. Und dann Ende 2019 war die Kinopremiere, wir waren auf der Essen Motor Show, hey, alles okay, und dann könnt ihr euch schon fast denken, was jetzt kommt, denn eins war dann nicht mehr möglich, Festivals. Also habe ich mich mit einem meiner besten Geschäftspartner, dem Erik, zusammengetan und habe gesagt, wir müssen irgendwie eine Idee suchen, und wir haben mit ganz vielen anderen, einem Team aus ungefähr 10 bis 15 Leuten ist das inzwischen geworden, das Projekt Scapes aufgebaut. Wir hatten die Idee, lass uns doch einfach mal einen DJ an außergewöhnliche Orte stellen. So, und wie ihr euch denken könnt, als Drohnenpilot ist man natürlich Fanatiker vom Himmel. Und deshalb habe ich natürlich gesagt, ey, wie geil wäre das denn bitte, wenn wir den mitten irgendwie auf die Landebahn positionieren würden. Und am Anfang das Team, ja, aber wie willst du denn das umsetzen? Ganz einfach, wir haben Vorbereitungszeit gebraucht. Wir haben auch da mit allen offen und ehrlich kommuniziert, hey, wir wissen vielleicht nicht, wie das rechtlich geht, aber wir würden uns gerne informieren. Also haben wir den Kontakt zur deutschen Flugsicherung gesucht, wir haben den Kontakt zum Düsseldorfer Flughafen gesucht und haben geguckt, dass wir einen kooperativen Weg finden, das umzusetzen. Jetzt können wir behaupten, dass wir das erste Team waren, was Drohnenaufnahmen am Düsseldorfer Flughafen gemacht hat, was natürlich, ich sag mal, schon extrem ist. Und da ist ungefähr das hierbei rumgekommen. Und das Tolle war sogar, weil wir so unterwegs waren, konnten wir nicht nur kleinere DJs gewinnen, sondern auch, wie ihr jetzt in dem Pult kurz gesehen habt, Red Bull als Partner, als Sponsor, weil die sagten, hey, das ist eine coole Idee, das wollen wir gerne unterstützen. Und noch jemanden, den ihr vielleicht auch alle kennt, das ist der liebe Oliver Magenta vom Bootshaus in Köln, der sich gleich übrigens sehr erschrecken wird, weil ein Polizeihelikopter ungefähr 15 Meter hinter ihm hergeflogen ist. Man sieht das leider perspektivisch nicht ganz so, aber das war schon sehr amüsant, weil es kam ein Notfall rein, und mit diesen DJs haben wir dann natürlich auch einiges umsetzen können sozusagen. Wir hatten dann also große Partner, die uns wieder Budget reingebracht haben, die uns mehr Möglichkeiten gebracht haben. Das ist auch zum Beispiel ein Learning gewesen, was wir bei das erste Rennen gezogen haben und gesagt haben, ey, wir brauchen doch irgendwo ein Budget, wir können nicht alles nur kostenlos kriegen. Also müssen wir irgendwelche Partner bekommen, die Lust haben, genau das mit uns umzusetzen. Und das war genau bei halt Scapes der Fall. Wir haben Red Bull als dauerhaften Partner gewonnen. Wir hatten auch mehr geplant, also im Moment im Lockdown ist das leider nicht möglich, weil da einfach viel zu viele Leute eng auf dem Raum stehen würden, denn tatsächlich ist es so, wir wollten eigentlich mit einem Heißluftballon in die Luft gehen, mit mehreren sogar, und ganz viele Basejumper oben rausschicken, wenn die so ungefähr auf 1500 Meter sind, und einfach mal den DJ mitten im Korb stehen lassen. Das wäre natürlich was Besonderes gewesen, aber leider auch da nicht möglich, weil einfach Corona uns wieder einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Auch das ist zum Beispiel wichtig. Ich habe hier dazu geschrieben, dass die Drohnenshots von Professionellen unter controlled Bedingungen sozusagen entstanden sind, weil das ist auch ganz wichtig. So spannend das auch klingen mag, so verrückt auch die Ideen sind, sichert euch vorher ab. Das ist auch ein Learning, das wir ziehen mussten und auch gerade erst gestern gemerkt haben, wir hatten eigentlich alle Genehmigungen für unser aktuelles Projekt, aber plötzlich war die Genehmigung nicht mehr quasi vorhanden, weil die Polizei das Set gestoppt hat. Wir waren 50 Leute am Set, und zwar für das Projekt It's Tuning Not Racing. Dort wollten wir quasi alles das, was wir aus den vorherigen Projekten wie bei Scapes oder wie bei das erste Rennen gelernt haben, umsetzen. Und das haben wir eigentlich auch. Wir haben 10 Monate vorher mit der Vorbereitung für Red Lights begonnen. Hier ein kleiner Ausschnitt von dem lieben Rapper Henry, der quasi den Rapper oder auch den Hauptcharakter in dem Fall spielt.
Und die Idee war, ein Lied zu kreieren über ein Rennen, was sozusagen ihn als Bad Boy darstellt und das Mädchen kommt immer wieder als positives Gewissen rein. Weil wir haben zum Beispiel durch das erste Rennen gelernt, dass die Frauen, die jungen Frauen, einen unheimlich positiven Einfluss auf die Männer haben, die genau solche Rennen fahren. Also wollten wir die natürlich auch stärker mit einbeziehen. Wir haben natürlich die Fahrer wieder organisiert, die wir auch bei das erste Rennen hatten. Aber diesmal standen wir vor einer anderen Herausforderung. Und zwar, wie sperrt man eigentlich Straßen? Wie holt man sich da einiges ein? Weil wir wollten natürlich spektakuläre Verfolgungsjagden drehen. Ihr seht das, er steht hier auch mitten auf einer Landstraße. Und wir werden hier, oder wir haben hier ein paar Performance-Shots mitgenommen. Und ich kann euch jetzt noch einen Bildausschnitt einmal zeigen, einfach mal, damit ihr ein Gefühl kriegt, was wir da machen oder wie das dann am Ende aussieht. Ihr seht, da sind zwei Profifahrer, mehrere Fahrzeuge sind da unterwegs, sieht alles sehr wild aus. Und wir haben halt gedacht, okay, wie kriegt man das hin? Wie kriegt man das hin, dass man Straßen sperren kann, dass da Leute fahren dürfen, etc.? Ich kann euch nur den Tipp geben, wir haben jetzt knapp 4 bis 5 Monate gebraucht, um alles zu genehmigen. Rechnet mal lieber mit 6. Also wenn ihr irgendwelche Straßen sperren wollt, nehmt euch wirklich Zeit. Das Schöne ist, alles das, was wir bei das erste Rennen gelernt haben, also rund um das Team, was muss das Team besser machen, was muss besser funktionieren am Set, das hat auch besser funktioniert. Das heißt, wir hatten eine bessere Kommunikation, wir hatten eine bessere Art der Organisation für die Leute vor Ort. Wir hatten aber auch zum Beispiel einen besseren Ton, wir hatten eine bessere Vorbereitung, auch in anderen Bereichen. Wir haben die Leute besser gebrieft vor dem Set. Das war super, weil so am Set viele Sachen deutlich einfacher sozusagen funktioniert haben. Und was war der Grund, warum die Polizei das Ganze gestoppt hat? Es war zu laut. Wir hatten eine Genehmigung, heute sind wir wieder im Gespräch. Aber auch eine Sache, die ich bei all diesen Projekten gelernt habe, nur weil eine Sache nicht funktioniert, darf man sich nicht unterkriegen lassen. Hätte ich jedes Mal, wenn gesagt wurde, nee, das ist nicht möglich, nee, das können wir nicht machen, gesagt, ah, okay, dann war es halt das. Dann wären diese Projekte niemals entstanden. Ihr habt ganz am Anfang zum Beispiel gesehen mit dem Telekom Tower in Düsseldorf. Da habe ich übrigens auch den Niklas, also den Veranstalter hier von Follow Me Social Media Konferenz hier kennengelernt. Und da war es auch so, dass man mir am Anfang sagte, nee, also ist es nicht möglich, Drohne zu fliegen. Und dann habe ich aber geguckt, wie ist es möglich? Also ich habe Kompromisse gefunden, ich habe neue Wege gefunden. Und das ist, glaube ich, auch immer wichtig bei solchen Projekten. Wir haben die Genehmigung wirklich erst 1,5 Wochen vor dem Dreh gehabt. Wir haben aber lange dran geglaubt und immer wieder versucht, sozusagen einen neuen Weg zu finden. Also, wenn es Nein ist, sagt nicht direkt, ach schade, das können wir ja dann gar nicht umsetzen, sondern glaubt an euch. Versucht einen neuen Weg zu finden. Versucht mit eurem Team einen neuen Weg zu finden. Denn wenn ihr euch vor ein Team aufgebaut habt, dann ist es sehr, sehr einfach, mit denen zu kommunizieren und mit denen gemeinsam wieder neue Lösungen zu finden. Das Team kann auch euch dabei helfen, neue Impulse zu geben und neue Lösungsansätze zu finden. Und dann einen kleinen Blick in die Zukunft. Warum habe ich einfach eigentlich angefangen, einfach mal zu filmen? Ganz einfach, meine Motivation ist es, irgendwann mal sagen zu können, ich habe einen Film oder eine Serie gemacht und ich habe gleichzeitig auch noch einen positiven Impact gehabt. Wie bei It's Tuning Not Racing zum Beispiel, wo ich mich gegen illegale Straßenrennen und Raserei aussprechen wollte und inzwischen ein ganzes Projekt, eine ganze Community entstanden ist und inzwischen für dieses Jahr erste eigene Showformate geplant sind, war das meine Motivation, einfach mal zu filmen. Und ich weiß das, ich kenne das, ich kriege das immer wieder mit. Viele Filmemacher sind noch nicht da, wo sie sein wollen. Für mich war es zum Beispiel ein Traum, einfach mal in so einem großen Set zu stehen, wo eine Straße gesperrt wird und wo Leute sich unter natürlich kontrollierten Bedingungen
austouren können, und zwar die Stuntfahrer. Und viele möchten eigentlich ganz woanders hin als Filmemacher. Viele möchten Serien machen, viele möchten Shows produzieren. Ich kriege das immer wieder mit. Das ist auch super, super schön. Und genau das sollten wir auch als Ansatz nehmen, sozusagen, uns weiterzuentwickeln und als Motivation. Und genau das ist auch meins. Ich möchte mich in so vielen Bereichen noch verbessern. Ich habe mich gestern zufällig mit einem guten Kumpel im Auto noch darüber unterhalten, dass es noch so viele Bereiche gibt, wo ich sage, wow, da muss ich mich noch irgendwie verbessern. Da habe ich noch so viel Potenzial, das ist noch nicht ganz so gut gelaufen. Diese Bereiche müsst ihr erkennen und nach verbessern. Egal, ob ihr vor der Kamera steht als Schauspieler, ob ihr hinter der Kamera steht, ob ihr als Regisseur, als Produzent für Livestreams, für Filme dabei seid, glaubt einfach an euch, denn das habe ich auch getan. Ich bin keiner, der irgendwie von einer Filmuniversität kommt. Ich habe eigentlich eine Bankkaufmann-Lehre gelernt, nichts mit dem Film am Hut gehabt. Ich hatte kein Netzwerk an Filmern und jetzt inzwischen habe ich zwei Firmen, die genau das machen, Film zu produzieren und ein drittes Projekt für Livestreaming. Und wie ihr da hinkommt, ist eigentlich ganz einfach. Nämlich, ihr könnt einfach mal filmen, ihr sollt einfach mal filmen und dann werdet ihr euer Ziel, euren Wunsch ganz, ganz schnell erreichen und ich hoffe, dass das für euch auch funktioniert. Und ich kann sagen, in der Vorbereitung hier auf den auf diesen Vortrag ganz abschließend, ich bin alle meine Projekte durchgegangen, alle meine Referenzen, habe geguckt, was hast du eigentlich gemacht, und ich habe zurückgeguckt und lachend da gesessen und habe gesagt, hey, das ist ja echt cool, was du so alles gemacht hast. Und genau das ist das. Ihr könnt zurückgucken und sagen, hey, das ist doch cool, was ich da gemacht habe, was ich da geschafft habe. Einfach mal zu filmen. Und so werden auch eure verrückten Ideen ganz einfach zur Realität. Danke für die Möglichkeit, dass ich heute hier bei der vollen Social Media Konferenz hier sprechen durfte. Und ich freue mich jetzt auf den Austausch mit euch zusammen.